Willkommen zu Probably Nothing, den IOTA und Shimmer News für den ganzen Dezember. Gleich am 1. Dezember macht die IOTA Foundation genau dort weiter, wo sie November aufgehört hat. Die IOTA 2.0 Education Kampagne. Das Thema diesmal: No Meme Pool, No Math, Protecting Users Against Value Extraction. In IOTA 2.0 gibt es keine Mempools wie in herkömmlichen Blockchains. Hier werden die Transaktionen direkt in Blöcke geschrieben und verarbeitet, ohne auf eine Bestätigung im Mempool warten zu müssen. Dadurch wird Math verhindert, da Transaktionen nicht mehr neu angeordnet werden können. Dieses System eliminiert auch die Notwendigkeit von Zwischenhändlern wie Minern oder Validatoren und minimiert Math. Ein Mempool, kurz für Memory Pool, ist eine temporäre Speicherstelle in einem Blockchain, in der unabhängige Transaktionen gesammelt werden, bevor sie an die Blockchain aufgenommen werden. MEV, Maximal Extractable Value, bezieht sich auf die Gewinnmöglichkeit für Miner oder Validatoren in einem Blockchain, indem sie die Reihenfolge von Transaktionen im Mempool ändern. Auch das White Paper zu IOTA 2.0 ist seit Dezember draußen. Wer gerne 56 Seiten mathematische Formeln lesen will, kann sich das gerne antun. In den Vereinigten Emiraten ging es Dezember weiter. Dom war auf der COP28 und hat dort über IOTA gesprochen. Die COP28 ist die 28. Konferenz der Vertragsstaaten des UN-Übereinkommens über Klimaänderungen. Build 5 veröffentlicht ihren zweiten Teil ihrer Use-Case-Reihe mit dem Titel The Sovereignty of Things. Hier geht es um die Entwicklung der digitalen Souveränität. Diese wird durch die steigende Autonomie von Edge-Geräten und intelligenten Maschinen vorangetrieben. Open-Source-Entwicklung spielt eine entscheidende Rolle und Tokenisierungen fördert die Zusammenarbeit in dezentralen Ökosystemen. Vertrauenswürdige KI und Datenschutz werden wichtiger und Datenfabriken in Kombination mit vertraulichen Computing gewährleisten Sicherheit und Privatsphäre. Hey, ihr Fanatiker da draußen, kennt ihr das? Ihr steht vor dem Kleiderschrank und denkt, ich habe nichts anzuziehen, aber ich kann dieses Date nicht absagen. Schließlich will ich sie oder ihn beeindrucken. Kein Problem, ich habe die Lösung. IOTA Merch. Stimmungsstil. Von T-Shirts bis zu Bierkrügen. Ich habe alles, was euer Herz begehrt. Und hey, wer sagt, dass Babys nicht als IOTA Werbemaßnahmen benutzt werden können? Schaut vorbei und verpasst nicht die Gelegenheit, für IOTA, Shimmer und andere Projekte draußen zu werben. Raus aus der Bubble, rein in die Klamotten und unterstützt diesen Kanal. Was wir mittlerweile alle für den Airdrop machen, wurde Anfang Dezember schon angekündigt. Shimmer Sea geht eine Partnerschaft mit Tide ein. Wer sich für den Airdrop noch registrieren will oder die Kampagne von Shimmer Sea sucht, die Links sind alle unten in der Beschreibung. In der letzten Episode habe ich Math Wallet vorgestellt und ein paar Tage später unterstützt IOTAB nun eben diese Wallet. Wenn doch nur alle Projekte so schnell reagieren würden, super gemacht. UZX, eine Börse in China, listet IOTA. Mindestkaufanzahl beträgt 100 IOTA, zumindest wenn ich der Übersetzung glauben kann. Huobi führt Futures für IOTA ein, der maximale Hebel ist 20. Cointelegraph hat einen eigenständigen Artikel geschrieben über den Start der IOTA Ecosystem DLT in Abu Dhabi. Cointelegraph hat über 1 Million Follower. Auch der Arabian Gulf Business Insight berichtet selbstständig. Die Vereinigten Arabischen Emirate sind zu einem bevorzugten Ziel für Blockchain-Technologieunternehmen geworden und rangieren weltweit an dritter Stelle als Kryptozentrum, so eine Umfrage. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben an Attraktivität gewonnen, auch aufgrund günstiger Steuerpolitiken und hoher wirtschaftlicher Stabilität. Das Land beherbergt die meisten Blockchain-Unternehmen weltweit, darunter IOTA, die kürzlich eine 100 Millionen US-Dollar Stiftung für die Verarbeitung ihrer verteilten Ledger-Technologie in der Region gründeten. Weiter geht's mit IOTA 2.0 und dem Artikel Accessible Writing, Lowering the Barriers to Entry. IOTA 2.0 betont die Zugänglichkeit für Nutzer. Jeder Tokeninhaber kann selbst Blöcke erstellen, es gibt keine Gebühren für Tokeninhaber und das Netzwerk bietet hohe Kapazität und Effizienz. Dies fördert digitale Autonomie und erleichtert die Interaktion mit dem Ledger. Soonlabs begrüßt einen neuen Partner, Florian aka Lord Sci-Fi. Florian wird im Komitee und in der Community Taskforce arbeiten. Changely führt den IOTA-Token ein, hierbei handelt es sich um den echten Token. Bloom veröffentlicht einen Artikel mit dem Titel Bloom Wallet to fully support IOTA and Shimmer EVM Ecosystem.
In einer kommenden Version wird es IOTA Asset Management integrieren. Charlie Valli, CEO von Bloom, betont die langfristige Vision digitaler Geldbörsen. Dominik Schiener von der IOTA Foundation zeigt sich zuversichtlich über die Partnerschaft. Auch Nakama Labs geht die Partnerschaft mit Tide ein. Kowai war Anfang Dezember auf der Taipei Week, dort hielt er einen Workshop für IOTA ab. Wer sich mit einem 30er-Hebel die Hände verbrennen will, kann das nun auf KuCoin machen. Man kann seit Dezember Futures auf IOTA handeln. Seit Januar kann man auf Deeper seine Tokens bereitstellen. Dezember haben sie über ihre Tokenomics gesprochen. Deeper Finance hat insgesamt 1 Milliarde Deeper-Token. Diese werden auf verschiedene Bereiche verteilt. Den Airdrop 0,1%, 1 Million Deeper für die Teilnahme der Treasures of Shimmer Testnet-Kampagne, Community-Liquiditätsanreize 62,4% oder 624 Millionen Deeper für Nutzer, die Vermögenswerte ausleihen und sich am Protokoll beteiligen. Teamanreize 20%, 200 Millionen Deeper für das Team über einen Zeitraum von 3 Jahren. Treasury 5%, 50 Millionen Deeper für zukünftige Wachstumsstrategien verwaltet von der Community. Partnerschaften 7,5%, 75 Millionen Deeper für strategische Partnerschaften. Initial Liquidity Offering 5%, 50 Millionen Deeper für das Initial Liquidity Offering. Die Deeper Token werden über 3 Jahre als Belohnung für die Nutzer verteilt. Der Deeper Token ermöglicht Governance und passives Einkommen durch Staking für Gebühren. Ein weiterer Blogpost der IOTA Foundation, aber diesmal über die ADGM. Die IOTA Foundation hat die IOTA Ecosystem DLT Foundation in Abu Dhabi gegründet, die erste regulierte DLT-Stiftung in den Vereinigten Emiraten. Dieser Schritt soll die Entwicklung des IOTA Ecosystem in der Region fördern. Die VAE sind ein aufstrebender Technologiemarkt, der sich auf Blockchain, Smart Cities und das IoT konzentriert. Die ADGM hat fortschrittliche Regulierungen für die Kryptobranche eingeführt. Die IOTA Ecosystem DLT Foundation wird mit 552 Millionen IOTA Tokens finanziert und konzentriert sich auf Bildung, Geschäftsentwicklung, Unterstützung für Entwickler und Regulierung. Wer verstehen will, wie Accumulator funktioniert, kann das nun im Gitbook machen. Block Monitor, ein weiterer Explorer, geht eine Partnerschaft mit der Tangled Treasury ein. Kennt ihr das? Seit der Shimmer EVM habt ihr keine Übersicht mehr, wo ihr welche Verträge unterschrieben habt. Mit Revoke habt ihr nun Einsicht. Ein richtig cooles Tool. Probiert es aus. Wanderer hat ein weiteres Patent entdeckt, und zwar von der Zahnradfabrik Friedrichshafen. IOTA wird wie immer nicht als die Lösung genannt. Bytop Exchange, eine weitere chinesische Börse, listet IOTA. Wer die Bloom Wallet nutzt, kann sich nun fast überall per Wallet Connect anmelden. Das ist ein sehr gutes Feature. Auch Build5 begrüßt ein neues Mitglied, Maha Al-Sadi, wird dem Beirat von Build5 beitreten und ihre Expertise im Bereich der regulatorischen Einhaltung im Finanzdienstleistungssektor in Bezug auf Blockchain, DLT und digitale Vermögenswerte einbringen. Sie verfügt über 15 Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche und ist derzeit Leiterin der Abteilung für Regulierungsangelegenheit bei der Qatar Financial Center Authority. Shimmer Sea geht eine Partnerschaft mit Swapline ein. Beide werden sich tatkräftig unterstützen. Genosys Safe Wallet unterstützt jetzt die Shimmer EVM. Genosys ist eine Smart DeFi Wallet mit Multisignatures und 2-Faktor-Authentifizierung. Bloom kann seit Mitte Dezember auch auf Shimmer Sea genutzt werden. Wer also weg von der MetaMask gehen will, kann das ab sofort machen. Dafür gibt es ein eigenes Icon, welches ihr bei Shimmer Sea drücken könnt. Eine sehr gute Nachricht kam am 13.12. via Blogpost von der IOTA Foundation. Fireblocks hat kürzlich die Integration mit Shimmer EVM angekündigt, was bedeutet, dass institutionelle und Unternehmensbenutzer über die Fireblocks-Konsole und API Shimmer-Token und Assets auf Shimmer EVM speichern und handeln können. Diese Integration ist ein wichtiger Schritt für die Zukunft der digitalen Vermögensverwaltung und Blockchain-Innovation und erleichtert den Geschäftsnutzen von Fireblocks die Speicherung und Transaktion von Shimmer-Token. Rewards Bunny schließt sich dem Touchpoint-Programm an. Durch die Integration mit dem Touchpoint Open Builders Programm können Benutzer nahtlos Belohnungen verdienen und sich auf den Shimmer und IOTA Netzwerk anmelden, was neue Möglichkeiten wie gebührenfreie NFT-Übertragung und Engagement in digitalen Asset-Handel eröffnet. Mit der Bloom Wallet Version 0.1.3 kann man durch Wallet Connect seine Bloom Wallet überall anmelden.
Dafür drückt ihr in der rechten oberen Ecke die vier Vierecke und dann unten auf Hinzufügen. Ihr kopiert den Code von Wallet Connect und fertig ist die Soße. Am 18.12. war die Taipei Week auch vorbei und das war das Resümee von Kowai. Die IOTA Taipei Blockchain Week war ein Erfolg mit verschiedenen Veranstaltungen an renommierten Universitäten und einem DeFi-Event in der Nähe des Taipei 101. An der National Changhua University of Education gewann IOTA vor allem bei Studenten, die das Projekt als frisch und interessant empfanden. An der National Taipei University of Technology waren viele erfahrene Mitglieder der Krypto-Community anwesend, die gespannt auf Updates zu IOTA 2.0 und Regierungsprojekten waren. Die Präsentation über IOTAs Bemühungen im Nahen Osten weckte großes Interesse. Trademark Africa hat sehr lange nichts mehr von sich hören lassen in Bezug auf IOTA. Nun gibt es einen Blogbeitrag. Trademark Africa hat sich mit dem Sanitär- und phytosanitären Regulierungsbehörden der Ostafrikanischen Gemeinschaft EAC zusammengetan, um den Austausch von Lebensmittelsicherheit und Pflanzengesundheitsdokumentation im internationalen Handel zu verbessern. Die Initiative nutzt die IOTA-Technologie und das Trade Logistics Information Pipeline, TLIP, um einen sicheren und effizienten Informationsaustausch zu ermöglichen. Ein Workshop in Ruanda markierte den Startpunkt bei den Vertretern der IOTA Foundation, Trademark Africa und der EAC-Sekretariats zusammenkamen, um die Umsetzung voranzutreiben. Dann, kurz vor den Feiertagen, gewinnt die Bloom Wallet den zweiten Platz als bestes Startup. Herzlichen Glückwunsch! Kurz vor und nach Weihnachten war es dann ruhiger geworden bis zum Ende des Jahres. Deswegen endet hier die Dezemberfolge und Januar kann bald losgehen, was heißt, dass ich endlich aufgeholt habe. Endlich. Macht's gut. Ciao, ciao.